Das sind keine Waren, sondern lebensnotwendige... Ist das wirklich alles, was du hast? Das wird niemals reichen. Hochwertige Waren zu fairen Preisen. Sieh dir diese Waren an. Sieh dir... Ich brauche eine Pause. Ich habe diese ewige Müdigkeit so satt. Ich mag Meridian. Wir haben all die Zeit unter derselben Sonne gelebt. Zumindest das einer. Anscheinend hat Elida ein paar Sachen dargelassen. Ich halte meine Augen offen. Was ist in der Flasche? Oh, riecht wie fauler Eier. Lieber weg damit. Mir sind die Osseram völlig egal. Aber Hauptmann Erster hat für uns gekämpft. Blickt man damit nicht in die Ferne? Sie hat wohl gegärtnert. Wozu braucht man ein Fernglas im Garten? Der Mais sieht gut aus, solange er nicht von Maschinen plattgetragen wird. Etwas vergraben? Nein. Ausgegraben. Das hat Spuren hinterlassen. Das perfekte Wetter für einen Spaziergang. Ich habe letzte Nacht zwei wegen Ordnungswidrigkeiten festgenommen. Blütenblätter. Warum hat sie Blumen aus ihrem Garten mitgenommen? Hast du irgendwas im Garten gefunden? Noch keine deutlichen Hinweise. Ich gebe dir Bescheid. Die alten freien Länder sind jetzt auf die Gnade der Maschinen angewiesen. Lass dir diese Waren nicht entgehen. Versprochen. Möchtest du heute gerne etwas kaufen? Hier gibt's nur die besten Waren. Sie selbst. Möchtest du heute gerne etwas kaufen? Kurz reinschauen, kostet... Der Himmel hat es lange angekündigt. Die Blütenblätter hören hier auf. Am Wasser. Könnte ihr Vater recht haben und er hat nur am falschen Ort gesucht? Seile, um ein Boot festzumachen. Vielleicht ist sie damit zu dieser Insel gefahren. Ich werde schwimmen müssen.
nehme ich für unterwegs mit. Das Boot. Das sieht vielversprechend aus. Ich werde dich nicht so hier lassen. Säcke. Zwei Stück. Irgendjemand scheint hier einen Garten anzulegen. Wer bist du? Wo hast du so kämpfen gelernt? Was machst du hier überhaupt? Vielleicht kannst du mir erstmal ein paar Fragen beantworten. Was machst du hier auf dieser Insel? Ich wollte allein sein. Dein Vater denkt, dass du tot bist. Ha! Dass er überhaupt gemerkt hat, dass ich weg bin. Er lässt das ganze Dorf nach dir suchen. Er ist besorgt. Da... Das Schnappmaul hielt mich auf. Du hast es erlegt. Also danke. Ich komme jetzt zurecht. Warum sind die Blumen hier? Einfach nur so. Ich will es hier schöner machen für uns. Für uns alle. Wer ist uns? Ist sonst noch jemand hier? Nein. Nein. Ich wollte meine Freunde damit überraschen. Hier ist sonst niemand, offensichtlich. Wenn du hier allein sein willst, warum liegen da zwei Schlafsäcke? Ich weiß nicht, wo er ist. Okay, wer? Atral. Er gibt ein Signal, wenn wir uns treffen können. Aber er ist nicht gekommen. Wie kommt es dann, dass ihr euch hier trefft? Wir spielten früher hier. Als er weg war, kam ich manchmal noch her. Eines Tages war er dann hier. Und er lächelte mich an. Wir spielten wie damals als Kinder, aber er war so anders. Es war der Krieg. Wir waren keine Kinder mehr. Danach trafen wir uns heimlich. Er entzündete ein Feuer, wenn es für ihn sicher war, seinen Posten zu verlassen. Doch letzte Nacht... Kam er nicht? Ich habe die ganze Zeit gewartet. Außer dir ist niemand gekommen. Genug jetzt. Du musst nach Hause. Bitte. Wenn du schon mal hier bist, suchst du nach Atral? Er hat auf der Insel dort das Feuer entzündet. Wenn ich gehe, tötet man ihn vielleicht. Oder die Waffenruhe bricht. Doch eine Nora kann hin. Ich wollte doch nicht, dass das passiert. Es tut mir leid. Ich tue, was ich kann, wenn du zu deinem Vater zurückgehst. Okay. Aber komm später zu mir. Ich kann nicht schlafen, nicht atmen, wenn Atral da draußen sein könnte. Verletzt.
Hier sind die Überreste des Feuers. Es scheint einen Kampf gegeben zu haben. Jemand wurde weggeschleift. Das muss Atral sein. Mit uns Keck. Oh yeah. Auf in den... Das ist keine Warnung! Ich werde nicht sterben! Wir sind die, wenn wir nicht... Möge das den Feind zermalmen! Stell dich dem Urteil der Sonne! Ich bin getroffen! Ich hätte einen Wagen mitnehmen sollen. Atral. Bist du Atral? Elida schickt mich. Elida, ich wollte sie fragen, ob sie mit mir weggeht. Irgendwohin, weit weg. Irgendwo in die Sonne, wo kein Schatten uns erreichen kann. Doch es hätte nicht geklappt. Sie wären mir gefolgt. Das weiß ich jetzt. Elida... Sag ihr, dass sie nichts über die Insel wissen. Sie ist sicher. Gib ihr das. Sag ihr, das ist es wert. Atral? Arme Atral. Und arme Elida.